Und dies ist, wenn man so will, auch ein Streit in der Familie. Nur dass hier die Jungen gegen die Alten rebellieren. Die Generation digital gegen die Generation analog. So jedenfalls sehen es die vielen, vor allem jungen Leute, die in diesen Tagen auf die Straße gehen, um gegen neue europäische Regeln im Internet zu protestieren. Gegen die so verhassten Upload-Filter. Und damit meinen sie jene Schranken, die bestimmte Inhalte im Netz im Vorhinein aussortieren sollen und die für die Demonstranten nichts weniger sind als Zensur. Jan Koch. Wir wollen keinen Artikel 13! Auf Kölns Straßen gegen Artikel 13 der EU-Urheberrechtsreform. Save the Internet. Die Bewegung wird immer größer, nachdem online bereits knapp 5 Millionen EU-Bürger eine entsprechende Petition unterschrieben haben. Die Demo heute hat Sebastian Worm mit einem kleinen Team organisiert. Heute veranstaltet er schon seine dritte Demo. Diesmal zwar kleiner als geplant, die Botschaft aber klar. Es würde die Internetkultur komplett verändern. Und das versuchen wir irgendwie zu verhindern, weil wir das Internet so lieben, wie es ist im Moment. Darum geht es. Die Plattformen sollen laut EU-Reform künftig dafür verantwortlich gemacht werden, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Heißt, vor dem Upload muss geprüft werden, hat jemand die Rechte an dem Material? Ein digitaler Filter soll da helfen. Der Upload-Filter, der alles checkt und notfalls sagt, stopp, das darf nicht hochgeladen werden. Befürchtet wird, dass das zum Beispiel bei sogenannten Memes passieren könnte, wenn so ein Schnipsel kommentiert und neu hochgeladen wird. Sarkasmus und Satire im Netz durch Upload-Filter nicht mehr möglich? Die Proteste sind meiner Meinung nach maßlos überzogen. Memes und GIFs und ähnliche, auch Kunstfreiheiten, werden genauso hochgeladen werden können wie vorher auch, solange sie eine zulässige Ausnahme vom Urheberrecht sind. Die Gegenbewegung sieht das schon länger anders, bekommt immer mehr Zuspruch. Mittwochabend vor der CDU-Zentrale in Berlin. Kritik an Voss und der ganzen Partei. Nie mehr CDU, skandieren 2000 Demonstranten. Im Netz sind es bekannte YouTuber mit Millionen Fans, die sich schon seit Monaten gegen die Reform des Urheberrechts engagieren. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz noch mal erwähnen, der CDU sei Dank und nicht zuletzt auch der SPD sei Dank, denn die hat fleißig mitgemacht. Es ist richtig und gut, dass man was kritisiert, was vielleicht der Gesetzgeber macht, aber das sollte dann auch eher sachorientiert sein und das findet hier meines Erachtens nicht statt. Sebastian Worm ist mit seiner Demo zufrieden. Am 23. März wollen er und die Bewegung Save the Internet dann in ganz Europa auf die Straße gehen.